Hey Leute, mein Name ist Jörn von Rostock Rotates und in diesem Video möchte ich mit euch über die Basic Edits reden, die ihr meiner Meinung nach kennen solltet, um technisch gute Videos zu schneiden. Hier wird es jetzt nicht so sehr um inhaltlich motivierte Schnitte gehen oder dergleichen, sondern wirklich nur um die Basic Edits und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen weiterhelfen, eure Videos auch technisch gesehen aufs nächste Level zu bringen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Let's go! In diesem Video möchte ich, wie bereits gesagt, nur eine grobe Übersicht geben über die Basic Edits, die ihr meiner Meinung nach kennen solltet. Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was euch erwartet, hier mal eine kleine Übersicht. Also fangen wir an. Der erste Edit, den ich euch vorstellen möchte, ist der Standard Edit oder auch Hard Cut. Dabei handelt es sich um nichts anderes als Clip A endet, Clip B fängt an, beziehungsweise im Schnittprogramm werden einfach zwei Clips direkt aneinander geschoben und der Übergang zwischen Einstellung A und Einstellung B passiert, ohne dass irgendwelche besonderen Effekte oder so dabei eine Rolle spielen. Den Cut kennen sicherlich die meisten und haben die meisten von euch, die selber schneiden, auch schon benutzt, weil es gibt kaum andere Möglichkeiten zu schneiden, ohne Blackframes oder dergleichen zu haben. Deswegen habt ihr den sicherlich schon benutzt. Den anderen Edit, den ich euch jetzt vorstellen möchte, kennt ihr auch schon und habt den sicherlich auch schon in Film und Fernsehen des Öfteren gesehen. Und zwar den Crossfade. Beim Crossfade handelt es sich technisch gesehen um nichts anderes als Clip A wird ab einem gewissen Zeitpunkt durch die Hilfe von Keyframes von 100% Deckkraft auf 0 runtergezogen, während im gleichen Zeitraum Clip B auf einer darüberliegenden Videospur von 0% Deckkraft auf 100% Deckkraft hochgezogen wird. Das heißt, die beiden Bilder faden ein bisschen ineinander, bis Clip B am Ende 100% Deckkraft erreicht hat und nur noch alleine zu sehen ist. In den meisten Schnittprogrammen wie Premiere oder dergleichen gibt es dafür auch einen Tastatur-Shortcut. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass die Clips dann jeweils ein bisschen Futter haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr einen Crossfade verwenden solltet, wenn ihr doch auch einfach einen Hardcut machen könntet, ganz einfach, auch der Crossfade hat ein, zwei besondere Wirkungen, sage ich jetzt mal, die euch bewusst sein müssen, damit ihr wisst, wann ihr ihn einsetzt. Zum Beispiel könnt ihr mit einem Crossfade sehr gut das Vergehen von einer Zeitspanne darstellen, sage ich jetzt mal. Das können wenige Minuten sein, mehrere Stunden, Tage, Wochen oder auch Monate, teilweise auch ganze Jahre, die sich dadurch sehr gut visualisieren lassen. Der nächste Edit, den ich euch vorstellen möchte, den habt ihr auf jeden Fall schon gesehen, sehr wahrscheinlich aber auch schon gehört, und zwar den J-Cut. Beim J-Cut wird die Tonspur von Clip B unter die noch zu sehende Videospur von Clip A gezogen. Das heißt, während ihr noch die erste Einstellung seht, könnt ihr bereits die zweite Einstellung hören. Der J-Cut hat seinen Namen übrigens davon, wie er im Schnittprogramm am Ende aussieht. Führt man den Schnitt aus, sieht die Schnittkante aus wie ein J. Kleiner Funfact am Rande. Der nächste und auch letzte Cut, den ich euch vorstellen möchte, ist der L-Cut. Der L-Cut ist quasi wie der J-Cut, nur in die andere Richtung. Das heißt, während ihr schon die zweite Einstellung sehen könnt, ist die erste immer noch zu hören. Das hilft euch besonders dabei, wenn ihr zum Beispiel Konversationen, ganze Gespräche oder komplexere Dialoge zeigen wollt. Dann benutzt ihr abwechselnd L- und J-Cuts, um die ganze Gesprächssituation deutlich dynamischer zu gestalten. Ja. Kleiner Pro-Tipp an der Stelle noch, schneidet immer nur dann, wenn ihr durch die Audio- oder Videospur einen Impuls bekommt, der einen Schnitt ermöglicht. Schneidet niemals einfach immer nur so, ja okay, 3 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden. Dadurch wirkt euer Video sehr linear und langweilig. Schneidet also immer auf einen Impuls, der euch gegeben wird. Mein Name ist Jörn von Rostock Rotates und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte ein paar Fragen lösen bzw. euch ein bisschen weiterhelfen. Habt ihr noch mehr Fragen oder Anregungen oder wenn euch das Video einfach nur gefallen hat, lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und vergesst nicht auch zu abonnieren für mehr Content, denn weniger ist auf jeden Fall immer scheiße und checkt doch auch einfach mal unseren Podcast aus, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag oder Abend. Bis dann, ciao, ciao.